Mein Thema wird heute das Thema Homeoffice sein auf diesem kurzen Reiseflug. Ich hatte das schon angekündigt in dem Flugvideo, was parallel dazu in meinem Kanal ist. Ich koppel ja diese Videos immer aus, damit alle, die mehr am Kaufmännischen, am Führungsteil interessiert sind, Cruises House Management interessiert sind, nicht das ganze Flugvideo gucken müssen. Und mache auch mal Licht dann wieder an, dass Sie mich besser sehen. Homeoffice. Ein Thema, was im Moment viele Gemüter umtreibt. Viele Unternehmen beordern ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück ins Unternehmen. VW ist gerade durch die Medien gegangen, SAP ist durch die Medien gegangen, viele US-Firmen sind durch die Medien gegangen. Auch im Mittelstand höre ich das immer mehr, dass man mit der Effizienz und der Produktivität im Homeoffice unzufrieden ist. Das Thema Homeoffice ist mir bekannt seit den 1990er Jahren, eigentlich schon seit den Ende der 80er Jahre, als ich ein Unternehmen, einen elterlichen Betrieb übernommen habe, mit ca. 150 Heimarbeitsplätze. Damals hieß das noch Heimarbeitsplätze, das gibt es auch heute noch. Das war eine ausgelagerte Fertigung im Akkord für das Zusammenschrauben von Schreibgeräteteilen in unserem Fall, aber das gab es auch in der Elektroindustrie, viele oder in anderen Industrien im Kunststoffbereich. Warum? Da haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu Hause arbeiten wollten, aus diversen Gründen, teilweise aus Altersgründen oder auch aus Gründen, weil sie Kinder hatten oder nur Teilzeit arbeiten wollten, im Akkord gearbeitet und wurden dann auch nur nach Akkord bezahlt. Das heißt, sie haben noch Stückleistung, die sie abgeliefert haben, bezahlt. Hat das jemals Probleme gegeben? Nein. Gut, da gab es, wir sind jetzt auf Reiseflughöhe, da können wir mal in Managed Mode gehen. Mit der Speed. Es gab dann schon hier und da mal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht auf Stückzahl kamen und die dann auch nicht genug verdienten. Die hatten da auch nicht lange Spaß dran und die sind dann entsprechend auch wieder ausgeschieden. In der Regel klappt das gut. Ich habe damals sogar eine Software entwickeln lassen im Rahmen unseres ERP-Systems, was das automatisch in den Stücklisten teilfertig waren etc. Es war recht kompliziert mit der Lagerwirtschaft. Wir brauchten also ein Zwischenlager dafür und Management für diese Heimarbeiterbestückung. Teilweise haben die das gebracht bekommen, teilweise haben die das geholt. Da hatte ich also eine Abteilung für und das wurde sehr manuell immer verwaltet und das hat nie Probleme gegeben. Eine weitere Abteilung, die selten Probleme macht im Homeoffice, jetzt auch seit Corona dann eben verstärkt, ist der Vertrieb, der auf Provisionsbasis arbeitet. Warum? Der kriegt halt sein Geld nur dann, wenn er was verkauft. Ebenfalls über dem, sage ich mal, Basislohn, der relativ niedrig ist. Es gibt auch selten Probleme. Ich habe jetzt gerade wieder mit einigen Mittelständlern gesprochen, auch mit großen Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungskanzleien, die sagen, mir ist das eigentlich egal, wo die Leute arbeiten, wenn sie das vorgegebene Kontingent an Arbeit schaffen, beziehungsweise im Vertrieb, dann auch die nötige Provisionsleistung erbringen, ist mir das egal. Bei den Wirtschaftsprüfern sagen die, wir haben eine Fallzahl, durchschnittliche Fallzahl, die bearbeitet werden müssen und wo die das machen, ist mir wurscht. So. Gerade im heutigen digitalisierten, papierlosen Büro, auch das zieht jetzt auch in die Wirtschaftsprüfungskanzleien ein, ist das kein Problem. Aber, und jetzt kommt das große Aber, da eignen sich eben nicht alle Arbeitsplätze und alle entsprechenden Arbeitsmodelle für und Arbeitsorganisationen für. Warum? Weil die Effizienzüberwachung und die Produktivitätsüberwachung im Homeoffice natürlich ungleich schwieriger ist und auch eine sehr hohe Arbeitsdisziplin vom Mitarbeiter, ich sage jetzt nur Mitarbeiter, das Innen hast du nicht gesehen, setzen Sie bitte mal voraus, dass ich auch die Frauen herzlich gerne meine. Es spricht sich aber einfacher, die Mitarbeiter haben halt oft diese Disziplin zu Hause nicht. Das ist schwer, kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen. Ich arbeite auch viel aus verschiedenen Locations heraus in meinem Beruf. Piloten zum Beispiel können ja gar nicht im Homeoffice arbeiten. Da geht das nicht. Aber die manche haben auch die Voraussetzungen nicht räumlicher Natur. Internet ist nicht überall schnell genug. Dann Familie zu Hause, Kinder abgelenkt sein, Haushalt mal nebenbei noch mit erledigen. Da geht ganz schnell die Effizienz und die Produktivität flöten. Auch im Telefonservicebereich kann man das ja heute machen, dass man das nach Hause legt. Kommen aber häufig auch Beschwerden. Ich habe das jetzt von einer großen Immobilienverwaltung in Frankfurt gehört, dass eben die Hotlines dann gar nicht mehr erreichbar sind, weil die Mitarbeiter gerade mal im Keller sind, die Wäsche aus der Maschine holen. So geht das natürlich nicht. Und hier stellen wir auch eins fest, die Produktivität wird ja statistisch erfasst in der Bundesrepublik. Wir müssen ja sehr viel als Unternehmer, sehr viel Statistikdaten an die entsprechenden
Behörden melden jedes Jahr und die ersten Erkenntnisse liegen vor, dass die Produktivität im Heimarbeitsbereich in ganz vielen Bereichen, Abteilungen sinkt. Also leicht sinkt, aber sinkt. Wir brauchen aber eine Produktivitätssteigerung. Was auch ganz stark leidet, ist eben die Innovationsfähigkeit des Unternehmens. Warum? Weil die Kommunikationsqualität im Homeoffice nicht das ist, was Sie im Präsenzbereich erreichen. Sie müssen den Leuten dafür in die Augen gucken. Der Mensch ist halt ein biologisches Wesen, was Jahrtausende alt ist. Der Kopf digitalisiert sich ja nicht mit unserer technischen Entwicklung mit. So, und dieses Manko auszugleichen, dafür brauchen Sie eine andere Arbeitsorganisation, um wenigstens teilweise Homeoffice machen zu können, effizient. Und Sie brauchen auch eine andere Führungskultur. Warum? Weil nur die offene Führungskultur und eine gute, spannungsfreie Kommunikation das dann eben auch im Homeoffice ermöglicht. Haben Sie eh schon ein Führungsverhältnis, was angstbetont ist, und das sind die meisten Kulturen heute noch im Unternehmen, dann werden Sie das im Homeoffice noch verstärken, beziehungsweise die Mitarbeiter machen dann da eher Dienst nach Vorschrift, weil sie Angst vor Fehlern haben, gar nicht mehr, weil sie keine Lust haben. Und wenn Sie sich dann noch die Statistik angucken, dass nur noch knapp 15% aller Mitarbeiter überhaupt mit ihrem Unternehmen innerlich identifiziert sind, die anderen eigentlich sagen, ja, ich stehe kurz vor der inneren Kündigung, ich mag das ja nicht, ich bekomme jeden Tag Mails aus meinem Kanal, ich habe ja nun eine ganze Menge Abonnenten, auch in LinkedIn insgesamt, summa summarum sind das über 10.000 mit YouTube und LinkedIn, bekomme ich sehr viele E-Mails, die mir schreiben, ich mag das hier nicht öffentlich schreiben in den Kommentaren oder zu ihren Beiträgen, aber das ist bei uns grottig und bei meinem Sohn ist es auch grottig und das ist... Vom Mittelstand bis hin zum Konzern ist die Führungskultur in vielen, vielen Fällen nicht in Ordnung. So, wir fliegen gerade eine Kurve und deswegen sieht das Bild so schräg aus. So, und das können Sie eben im Homeoffice, dann wird das nicht besser. Ja? Sie haben keine besseren Voraussetzungen, Menschen zu führen, sondern eher schlechtere. Und dann summiert sich eine schlechte Kultur auf. Das heißt, Sie brauchen eigentlich eine andere Führungskultur, um im Homeoffice vernünftig arbeiten zu können und auch eine andere Arbeitsorganisation. Das heißt, die Verantwortung für die Leistung, zu erbringende Leistung, muss viel mehr Richtung Mitarbeiter verlagert werden. Das ist in der Führungskultur einer Lern- und Organisation automatisch der Fall. Da macht man das automatisch. Man spart ganze Hierarchieebenen dadurch ein. Ich habe das selber praktiziert in einem Unternehmen aus der Not heraus, weil eben Bereichsleitungen abhanden gekommen sind. Aber das kriegt man hin und auch sehr effizient hin. Und gerade in der demografischen Herausforderung wird das auch dringend nötig. Aber so, mit den Arbeitsmodellen und der Führungskultur, die noch aus den vergangenen Jahrzehnten kommen, eigentlich aus der Nachkriegszeit kommen, kann man Homeoffice nicht vernünftig gestalten in vielen Bereichen. In einigen geht es halt, wo Akkord gezahlt wird oder Provision gezahlt wird, was heißt, die Leistung direkt messbar wird, aber in anderen Bereichen ist das schwierig. Und da werden Unternehmen umdenken müssen oder es endet in der Tat so, dass man die Mitarbeiter wieder zurück in die Firma holt und dann werden die kündigen, weil die das nicht mehr wollen. Gerade die jüngeren Generationen, die haben jetzt Blut geleckt, die mögen das nicht, dass sie im Unternehmen die ganze Zeit präsent sein müssen und dann gehen die ein, weil auch sehr viele Fahrzeiten da heute mit verbunden sind. Viele wohnen nicht in den Innenstädten. Ja, und dann werden sie auch diese Mitarbeiter los. Und wie gesagt, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ich erlebe jetzt in meinem Netzwerk Insolvenzen und insolvenzbedrohte Situationen aufgrund zu geringer Fachkräfte, also Fachkräftemangel, weil man die Aufträge nicht mehr abarbeiten kann, weil das ganze Geschäftsmodell dadurch nicht mehr funktioniert. Ja, das mal eine kurze Einlassung zum Thema Homeoffice. Also ändern Sie Ihre Führungskultur in Richtung lernende Organisation, in Richtung andere Arbeitsorganisation und dann kann man sehr wohl auch große Bereiche der herkömmlichen Betriebsverwaltungen, der eher innendienstgerichteten Tätigkeiten im Homeoffice ausüben. Sicherlich nicht 5 Tage die Woche, aber ich denke mal 2, vielleicht sogar in manchen Fällen 3 Tage die Woche sollte das kein Problem sein. Das einfach zurückbeordern der Mitarbeiter ist mal wieder aktivistisch und der falsche Weg und ist auch am grünen Tisch ausgedacht worden auf Basis einer alten überholten Führungskultur. Ich bedanke mich bei Ihnen und werde mich jetzt mal dem Anflug auf Rijeka widmen. Hier links sehen wir schon die Berge und den Sinkflug einleiten. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Fengler.